Unser Ablauf heute, wir haben Sandra und Thies mit dabei. Sandra ist die Filmemacherin und Regisseurin. Thies ist der Co-Produzent und hat auch uns kräftig auf die Ohren gegeben. Wir haben die beiden heute hier. Sandra wird 10 Minuten ein Intro geben. Dann schauen wir den Film. Und dann setzen wir drei uns hier nochmal an den Tisch und werden aus dem Nähkästchen plaudern, oder? Ja, Sandra, dann übergebe ich jetzt an dich. Viel Spaß mit dem Film, wir hören uns gleich noch. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Und die Konkurrenz ist ja hart hier heute in Saal Adams mit Sonneborn. Deswegen umso schöner, dass ihr hier seid. Bei diesem Kongress geht es ja dieses Jahr um Refreshing Memories. Und wir werden jetzt mit All Creatures Welcome auch gleich eine kleine Zeitreise machen. Mich würde vorab mal interessieren, wer war denn schon im CCH in Hamburg dabei? Viele. Und wer ist zum ersten Mal jetzt beim Kongress? Auch viele. Interessant. Und dann würde ich gerne noch wissen, wer kennt denn dieses Projekt schon? Noch mehr. Okay, danke schön. Ich habe 2015 angefangen, diesen Film zu drehen. Und letztes Jahr haben wir ja hier auch schon den Rohschnitt hier nebenan im Saal Adams geguckt. Wer da schon dabei war, wird jetzt gleich feststellen, dass diese Version wirklich anders ist, komplett anders. Und nachher würde ich mich auch echt über euer Feedback freuen, wie ihr das so wahrnehmt, was dann da wirklich sich verändert. Jetzt ist All Creatures Welcome fertig und ich bin auch schon ungefähr seit einem halben Jahr mit dem Film auf Festivals und unterwegs und auch in Kinos. Aber da werde ich nachher noch was dazu sagen. Aber was ist das eigentlich für ein Projekt, All Creatures Welcome? Der Film skizziert ein utopisches Bild der Gesellschaft im digitalen Zeitalter, ist aber nicht nur ein Dokumentarfilm. Deswegen wollen wir, bevor wir den Film starten, in den nächsten 10 Minuten noch etwas über das gesamte Projekt erzählen und euch mal einen Überblick geben, was eigentlich alles passiert ist. Also ich, Henning hat es gerade schon gesagt, ich bin Sandra Drustl, man kennt mich auch als Filmgizmo. Ich bin die Filmemacherin und das hier ist Thies Münter. Er hat die wundervolle Musik für den Film komponiert und kümmert sich auch allgemein um die musikalischen Teile von dem Projekt. Vorab, wir haben heute keine normale Filmvorführung hier. Heute ist ein großer Tag, jedenfalls für uns zwei. Weil All Creatures Welcome nach 4 Jahren wirklich intensiver Arbeit online gehen wird. Ja. Die modularen Ergänzungen zum Film, die wir heute kurz vorstellen wollen, ist die Plattform Create Your Own Culture, das Musikprojekt Ferrybot Orchestra und eine politische Debatte darüber, ob Kultur, die durch öffentliche Gelder erstellt wird, auch öffentliches Gut sein sollte. Aber zuerst ein paar Worte zum Film. All Creatures Welcome wird heute, wie ich schon sagte, unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Aber für die, die es nicht wissen, was ist Creative Commons eigentlich? Also das heißt, dass der Film frei verfügbar ist unter bestimmten Attributionen. Da gibt es immer kleine Zusätze, von denen vielleicht nicht alle ganz genau wissen, was sie bedeuten. Deswegen kurz eine Erklärung zu der Lizenz, die wir gewählt haben. Da können verschiedene Freigaben gelten. Das CC BY SA. BY steht dafür, dass die ursprünglichen Urheber genannt werden müssen, wenn das dann weiterverbreitet wird. NC heißt also non-commercial, das ist also nicht kommerziell sein. Share-alike heißt, wenn irgendetwas aus dem Film genommen wird oder etwas weiterentwickelt wird, was mit dem Material arbeitet, das ursprünglich benutzt wurde, dann muss es unter derselben Lizenz weitergegeben werden. So, die Creative Commons Lizenz ist erst möglich geworden, weil wir in der Finanzierung komplett auf staatliche Gelder verzichtet haben, also auf Filmförderung und auch auf Gelder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nur kurz vielleicht zum Verständnis. Filmförderung ist eine kulturelle Wirtschaftsförderung und das Filmfördergesetz verbietet eine Veröffentlichung unter Creative Commons.
Weiter werden immer nur Teile der Herstellungskosten durch Förderung gedeckt. Den Rest muss man durch den Verkauf erwirtschaften. Das ist vielleicht mal ganz interessant, mit was Filmemacher so zu dealen haben. Was wir für dieses Projekt versucht haben, war, die Mechanismen des Filmbusiness bezüglich Form, Finanzierung und Verbreitung wirklich anders zu denken und neue zukunftsweisende Wege zu finden. An der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass der Film wirklich ein ganz freies Projekt ist, also keine Auftragsproduktion, auch nicht vom CCC. Die Frage war also, wie können wir die Herstellungskosten decken, um den Film dann unter einer Creative Commons Lizenz frei zur Verfügung zu stellen. Als erstes haben wir das Budget auf Low Budget herunterkalkuliert. Wir haben super viel selber gemacht und dann ein Crowdfunding gestartet. Das ist vielleicht nicht besonders innovativ und definitiv ist das keine allgemeine Lösung, aber momentan ohne Alternative. War nicht einfach, die nötige Summe zusammenzubekommen, aber am Ende haben es 1041 Supporter geschafft und dazu hat eine Gruppe von Hackern, die an freie Kultur, Wissen und Bildung glauben, einen wirklich großen Teil beigetragen. Und ich finde, an dieser Stelle, das ist mal ein Riesenapplaus wert für die Leute, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Also dieser Film konnte aufgrund seiner Thematik und Zielrichtung über alternative Wege realisiert werden und dadurch frei verfügbar gemacht werden. Das gelingt aber wirklich definitiv nicht allen. Und ich denke, deswegen ist es insgesamt wichtig, eine Debatte darüber anzustoßen, welchen Stellenwert Kultur und Wissen in einer digitalen Gesellschaft haben soll und ob wir die Definition des digitalen Raums vornehmlich wirtschaftlichen Interessen überlassen wollen. So ist es nämlich momentan mit Film. Was könnten neue zukunftsfähige Lösungsansätze zur Verbreitung und Finanzierung künstlerischer Arbeiten sein und sollten öffentliche Gelder nicht eingesetzt werden, diese Errungenschaften schwellenfrei jedem zugänglich zu machen? Um Raum und Gehör zu bekommen, um die Fragen zu diskutieren zu können, braucht man aber Aufmerksamkeit und möglichst viele Zuschauer, auch außerhalb der digitalen Communities. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die alte Welt in Teilen zu bedienen und eine kurze Festival- und Kinotour zu veranstalten. Dafür haben wir die freie Verfügbarkeit des Films um ein halbes Jahr verschoben, denn Festivals und Kinos zeigen einen Film meist nicht mehr oder eigentlich zeigen sie ihn immer nicht mehr, wenn er bereits online verfügbar ist. Das machen die einfach nicht. Zur Kinotour kann man noch mal sagen, was ich da auch ganz bemerkenswert fand. Wir hatten keinen Verleih, das geht rein rechtlich auch da nicht an der Stelle. Die wollen den natürlich sperren, und um ihn dann auswerten und verkaufen zu können. Und viele der Supporter vom Crowdfunding oder andere Interessierte sind zu den Kinos in ihren Städten gegangen und haben dort nachgefragt, ob sie All Creatures Welcome zeigen. Und tatsächlich haben das die meisten Kinos gemacht. Und so haben wir wirklich, glaube ich, so ungefähr um die 20 Städte bespielt mit All Creatures Welcome. Also es war großartig, dass sie alle so mitgemacht haben und es so unterstützt haben. Die Weltpremiere hatten wir 2018 beim Crossing Europe Festival in Kooperation mit der Ars Electronica in Linz. Dann gab es noch so ein paar Auslandsfestivals und in Deutschland haben wir die Premiere tatsächlich hier in Leipzig gefeiert, beim DOC Leipzig. Das ist eins der größten europäischen Dokumentarfilmfestivals, wo wir unter anderem auch für den Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts nominiert waren. Und das alles hat uns dann die Möglichkeit gegeben, mit anderen Filmemachern, Filmfestivals, Institutionen, Kinos, Politikern, auch mit der Wissenschaft und vor allem auch mit dem Publikum über die Idee von Creative Commons, die Schwierigkeiten eines veralteten Geschäftsmodells und die mögliche Zukunft von Bewegtbildern zu sprechen. Die zusätzliche Auswahl für das Dokumentarfilmfest Leipzig Schulprogramm hat dazu geführt, dass für den Film Open Educational Resources produziert wurden, die jetzt auch unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stehen. So, and the beat goes on. Ursprünglich ging es uns bei der Filmmusik erstmal darum, eine schöne Musik zu komponieren, wobei natürlich hier in der Umgebung schon total viel inspirierende Momente sind, die zum Samplen einladen und Ideen mutieren zu lassen. Und das ist was, wo sich Komponieren und Hacken durchaus treffen, finde ich.
Irgendwann kam uns aber die abwegige Idee, dass es doch toll wäre, wenn ein Engelchor oder ein Hackerchor den Abspannsong, den wir entwickelt haben, der Heaven Can't Wait heißt, das war naheliegend, schien uns, singen würde. Und das kam uns aber erstmal sehr unwahrscheinlich vor, dass das klappen könnte. Wir haben dann überlegt, okay, wir schreiben mal eine Session aus beim letzten Kongress, haben dann festgestellt, dass da schon ein Chor-Workshop angemeldet ist. Und zwar von ITEA, auch Pico genannt, die im Hamburger Club recht aktiv ist und auch studierte Chorleiterin ist. Und dann haben wir uns da angedockt, weil sie hat den Workshop, wir hatten den Song und das war ganz toll und da waren so 200 Leute, das haben wir aufgenommen, das ist jetzt im Abspann des Films zu hören. Das war aber dann noch nicht alles, daraus hat sich dann der Chaos Communication Choir entwickelt. Der hat heute wieder geprobt, wir haben 4 Arrangements entwickelt im Laufe des Jahres, die auch online stehen unter den jetzt kursierenden Links mit XMLs und MIDI-Files. Wer Lust hat, daran weiterzuarbeiten oder zu arrangieren oder die Stücke zu singen in irgendwelchen Zusammenhängen oder auch was anderes damit zu machen. Ihr seid herzlich eingeladen. Das ist alles auch Creative Commons. Ja. Das mit dem Erinnern ist ja so eine Sache und jeder hat seine eigenen Erinnerungen zum Beispiel an die gleichen Events. Also wenn man hier die Leute fragt, wie für sie der letzte Kongress war oder das letzte Camp, jeder hat seine eigenen Geschichten und seine eigene Erinnerung. Und noch viel wichtiger Erinnerungen sind auch Reflexionen. Und deshalb ist es ein weiterer Punkt, den wir diskutieren müssen, wenn es um die Veränderungen der Produktion audiovisueller Inhalte geht, das Ende der Subjektivität. Es besteht wirklich keine strukturelle Notwendigkeit mehr, ein Werk auf die Realität des Autors zu beschränken, also in dem Fall meine Realität, meine Wahrnehmung von diesen Ereignissen hier. Denn die individuelle Wahrnehmung ist unvollständig und voller Interferenzen. Um ein kollektiveres und umfassenderes Verständnis von Realität zu erhalten, brauchen wir verschiedene Perspektiven. Aus diesem Grund werden wir im Laufe des nächsten Jahres das Rohmaterial und extra Szenen zum Remix zur Verfügung stellen. Natürlich wird das vorher alles von mir durchgegangen und kontrolliert, damit da niemand im Bild ist, der da nicht im Bild sein möchte. Ihr kennt ja alle hoffentlich diese Fotopolicy. Wer sie nicht kennt, sollte sich mal darüber informieren. Und genauso ist es letzten Endes auch mit der Musik. Also zum Kongress ist jetzt so eine EP online gegangen, die ist unter dem Nickname Ferrybot Orchestra bei Bandcamp frei zum Download verfügbar. Und das ist aber nur der erste Schritt. Alle Spuren und Quelldateien werden mitveröffentlicht und freigegeben. Und wer zum Beispiel jetzt nicht so viel mit Chorgesang anfangen kann, kann das Material auch benutzen, um einen Techno-Track oder ein Akkordeon-Arrangement zu basteln. Das hat letztes Jahr schon jemand gemacht. Heaven Can't Wait, das Chorstück vom letzten Jahr, habe ich schon mal remixed, da könnt ihr euch anhören, runterladen. Viel Spaß damit. Also, wem jetzt gleich der Film nicht gefallen sollte, kann bald seine eigene oder ihre eigene Version davon schneiden. Das Material wird auf einer Open-Source-Plattform veröffentlicht werden, die gerade programmiert wird. So viel kann ich schon mal verraten, mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Und auch hier handelt sich das um ein freies Projekt, also wir haben das nicht beauftragt, wir machen mit. So, ich denke, jetzt habe ich euch sehr kompakt einen kurzen Überblick gegeben. Es gibt natürlich irgendwie, ich könnte hier stundenlang davon erzählen, was da in den letzten Jahren alles passiert ist, aber das lasse ich jetzt, weil ihr seid ja hier, um den Film anzuschauen. Wir können nachher, wie schon gesagt wurde, auch nochmal Fragen beantworten, wenn es dann welche gibt. Wenn euch das gefällt, würden wir uns nach wie vor freuen, wenn ihr uns über unsere Website unterstützen würdet, weil das geht weiter, es sollen auch neue Projekte entstehen und das ist eine never-ending story. Das ist die ganz einfache Internetseite, wo ihr mal draufgehen könnt, wo sich dann auch die ganzen Einzelteile, über die wir gerade gesprochen haben, alle sammeln und finden, die ganzen Links. Da ist noch nicht alles da, was wir jetzt nicht geschafft haben, wird in den nächsten Tagen sozusagen noch mit aufgeladen. Wir veröffentlichen auch gerade auf MediaCCC, also da ist es auch zur Verfügung und alles, was...
All Creatures Welcome und alles, was dazugehört, geht jetzt online. Und ich würde sagen, Film ab. Versuch mal. Stille 100 Mal und singen. So, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Sandra? Ja. Ich setze mich einfach mal hier in die Mitte. Genau.
Sandra, du bist Filmemacherin für alle, die jetzt zu Hause erst zu neu eingeschaltet haben oder gerade erst gekommen sind. Dies, du bist der Komponist und hast, oder bist der Co-Producer? Ich bin hauptsächlich Komponist eher. Ja, und Mädchen für alles. Die habe ich was mitgebracht, damit die Leute dich auch wiedererkennen. So, pass mal auf, geh mal her. Wir haben ja auch was mitgebracht, weil ich habe jetzt schon gemacht, jetzt bist du dran. Du brauchst ja immer einen Objekt. Also. Hier, ist auch hübscher, ist ein Pink. Willst du mir jetzt Häkchen? Ja. Okay. Sandra, als du angefangen hast auf dem Camp, auf dem ersten, haben sie dir ein Jäckchen angezogen, das wollen wir jetzt nicht anziehen. Es war orange. Es war orange. Mhm. Warum hat man dir ein Jäckchen angezogen? Naja, es geht ja immer darum, jedes Kamerateam, Presseteam, wie auch immer, kriegt ja hier Presseengel. Und das hatte ich auch am Anfang, 4 Tage lang. Und dann hat der Presseengel beschlossen, wir brauchen ihn nicht mehr. Und er hat Besseres zu tun. Und dann haben wir die Dinger gekriegt. Und dann habe ich das halt angezogen, damit wir immer erkennbar waren als Filmteam. Also anders als wie es sonst ist. Normalerweise sagt man, gerade beim Dokumentarfilm, man wird so ein bisschen zur Tapete. Also man verschwindet sozusagen im Hintergrund der Szenerie. Und in dem Fall ist es eher andersrum. Da setzt man sich dann so eine Sirene auf den Kopf und sagt, hallo, hier bin ich. Das hat funktioniert. Das wurde dann auch weitergezogen in den Kongress mit rein. Man hat mir einfach nur das Jäckchen angezogen, du brauchtest keine Presseengel mehr. Ja, also habe ich einfach keine mehr gekriegt. Ist manchmal auch ganz praktisch, wenn man welche hat, aber haben wir das selber gemacht. Wir haben dann noch eine Sache zur Logistik, die wir ansagen sollten. Es gibt Filmplakate, vielleicht halte ich da einfach mal eins hoch von. Guck mal, hier vorne. Die stehen hier vorne, die stehen da und die stehen einmal hier. Und die gibt es gegen Spende. Da ist jeweils, so sehen die aus. Da ist jeweils eine Box daneben und da schmeißt ihr einfach rein, was ihr reinschmeißen wollt. Desto mehr ihr da reinschmeißt, desto besser. Sandra, wohin geht die ganze Sache? Das geht für die, die Flüchtlinge jetzt aus Hongkong, die Snowden damals gerettet haben. Und da geht das Geld hin, was sich hier jetzt einsammelt. Ich mal ein bisschen richten hier, das sieht ja nicht richtig gut aus. Ne? Danke für dieses. Ich dachte, ich hätte da eine gute Idee gehabt, das hat ja leider nicht geklappt. Wir haben gleich auch noch Zeit für Fragen von euch. Ihr könnt euch dann schon mal an die Saalmikrofone stellen. Wir werden, weiß ich nicht, so in knapp 5 Minuten werden wir dann mal gucken, was ist. Haben wir schon irgendwelche Fragen aus dem Internet? Da leuchtet nichts gut. Dann frage ich noch mal was. Wenn ich einen Film über einen Club machen würde, dann würde ich doch anfangen mit den Heldentaten, mit den dicken Dingern, die Wahlcomputer kaputt gemacht. Das ist durch die Presse. Warum ist das in dem Film nicht vorhanden? Das war nicht mein Anliegen. Das ist natürlich wichtig und gut, dass es diese Leute gibt, die sozusagen vorangehen und tolle Dinge machen, wichtige Dinge machen, aber wie es, glaube ich, auch öfter im Film gesagt wurde, müssen wir, glaube ich, alle Dinge tun, jeder in seinem Rahmen, aber mir ging es eben um diese Community, um jeden in dieser Community, eben nicht nur um die großen Helden, sondern eben auch alle mit einzuschließen und klar zu sagen, ja, wir müssen alle zusammen etwas bewegen, sonst wird das nichts mehr. Du fragtest oder sagtest vorhin auch nochmal, vielleicht das Publikum darauf aufmerksam machen, die den Film letztes Jahr schon gesehen haben, da hättest du gerne ein bisschen Kritik zu. Wie ist jetzt der Unterschied, wie ist die Rezeption, was hat sich da für euch geändert? Also das ist dann eventuell gleich in der Publikumsbefragung auch nochmal interessant, wenn ihr uns ein bisschen Kritik geben könnt. Haben wir denn schon Leute, die sich anstellen irgendwie? Das kann doch nicht sein, dass ihr keine Fragen habt. Stellt euch alle bitte. Müde. Da, ah, da, ist da, einer. Da fängt es doch an. Ich sehe die Nummer nicht, aber ich glaube, das ist Mikrofon 2. Ja, yeah, thanks. So, compared to last year, I was at the screening and I really like. This is just great. This is super. But about the narrative you added, how did you come to think of it? How did you decide to do it as a kind of CCC video game? Yeah.
I try to answer in English for you. You know, I'm always working like I have a kind of a concept, an idea I want to find in this reality I'm entering, but it's always changing because reality, you can't plan reality. So I always have to adapt my concept to what I can see, I can find there, and I have to change it all the time. And at the end, it was the question, you know, how can I build up a narrative with based on dramaturgy and not on time, yeah. And so this was kind of a vehicle to get this. And then there was the TARDIS. And then there was the TARDIS too, yeah. So, two things combined. And that was the initial idea for the game structure, I think, to travel through time and space with the TARDIS and be able to jump from camp to Congress and back. Yeah, so time doesn't matter anymore. Wie bist du eigentlich am Mikro? Das stelle ich jetzt nochmal eine Frage, bitte. Okay. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, über die ganze Sache einen Dokumentarfilm zu machen? Du bist Dokumentarfilmerin, du machst Dokumentarfilme. Hm. Klar, aber warum der CCC? Also ich bin ursprünglich gar nicht hingegangen und wollte einen Film über den CCC machen. Das, mich hat grundsätzlich interessiert, wie sich Gesellschaft verändert durch die Digitalisierung. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin bei einer Krypto-Party gewesen. Hier muss ich ja nicht erklären, was das ist. Und, Nee. Weil meine Verschlüsselung mal wieder kaputt war, wie gerne mal. Und dann habe ich da halt auch mit den Leuten drüber geredet, was ich für ein Projekt gerade plane. Und zwei Wochen später hat mich dann Jay-Z angerufen und sagte, sag mal, willst du nicht beim Camp drehen? Und dann habe ich gesagt, ja, wollen schon, aber ist ja nun nicht erlaubt, ne? Und so, kannst du mal probieren. Und ja, Challenge accepted, das war so der Anfang, und Challenge accepted war auch das Ende. Ja. So bin ich da reingeraten, und dann war aber auch schnell klar, dass das gar nicht geht, das kann man nicht mischen mit irgendwas anderem, das ist so overwhelming, jetzt fällt mir das deutsche Wort, aber es ist so viel und man kriegt das, man kann das nicht irgendwie noch mit was anderem mischen, sonst bleibt man nur an der Oberfläche hängen, und es war dann klar, dass ich das darauf beschränken werde hier. Also gibt es einen zweiten Teil? Nee. Das werde ich dauernd gefragt. Jetzt habe ich mir mittlerweile was ausgedacht, was vielleicht schlauer ist, als einen zweiten Teil zu machen. Ich meine, es gibt so viele wichtige Themen im digitalen Bereich, die irgendwie bearbeitet werden müssen, auch filmisch. Ich glaube, da kann ich auch nochmal was anderes machen, aber ich sehe natürlich die Notwendigkeit und auch den Spaß daran, irgendwie diese Community auch zu dokumentieren. Und viele wollen es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, natürlich auch mit einer gewissen Anonymität, die da beachtet werden muss. Und deswegen dachte ich jetzt, dass ich vielleicht beim nächsten Camp eher mal einen Workshop anbiete, um einen Community-Film zu drehen. Oh. Also ihr mit mir, wer Lust hat. Dann schalten wir doch nochmal live hier auf Mikrofon 2, bitte. Meine Frage eben von eigentlich kam, habe ich jetzt. Geh mal ein bisschen näher ran, damit wir dich hören. Besser? Ja. Gut. Die Frage war ja jetzt eigentlich schon drin, deswegen informiere ich mal und hätte gefragt, oder Frage, was sich, da du ja sehr in die Tiefe gegangen bist bei deiner Dokumentation dann und gearbeitet hast, was hat sich seit deiner Idee bis Stand jetzt so für dich verändert? Der Bezug zum CCC zum Beispiel oder deinem Leben, die Welt, die Sicht der Dinge. Was hat sich so für dich verändert? Also man kann es nicht eins zu eins sehen, aber es ist schon so auch so ein bisschen meine Journey gewesen. Also und am Anfang war das für mich hier auch sowas wie eine Blackbox. Also ich war beim 31C3 zum ersten Mal und das war, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man nach Indien in eine große Stadt fährt und die Geschwindigkeiten und die Richtungen nicht versteht. So ist das hier auch gewesen für mich. Und es war aber alles... Es war unglaublich freundlich und ich hatte genau dieses Gefühl wie so viele andere, als ich rausgegangen bin nach den 4 Tagen
oh mein Gott, was ist das für eine Welt da draußen? Ich will wieder zurück. Und natürlich nimmt man das auch mit. Und ich denke schon jetzt mit diesem Projekt, ich habe ja auch versucht, in der Produktion, in dem Vertrieb und so auch eben das mit einzubauen, diese Gedanken und diese Vorgehensweisen und so auch für mich zu adaptieren und nach außen zu tragen. Das würde ich sagen irgendwie, das ist auf jeden Fall, hat es sehr viel verändert und sehr viel beeinflusst. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich vor diesem Film auch relativ frustriert war mit dem, was ich da so gemacht habe. Gar nicht mit dem Inhalt, sondern eben mit dem Business. Und weil halt durch diese ganzen, wie dieses System organisiert ist, ist es halt ganz oft so, dass man dann Filme macht und dann laufen die ein bisschen auf dem Festival, dann landen die beim Verleiher, dann kümmert er sich nicht drum und am Ende landen sie in der Schublade und kein Mensch guckt sie mehr an. Und dafür habe ich nicht angefangen, Filme zu machen. Und jetzt mit diesem Projekt hat sich das halt aufgelöst und ich habe wieder richtig Lust, weiterzumachen. Ja. Ich reiche die Frage auch mal direkt weiter an Thies. Was hat sich für dich geändert? Also für mich ist es auch ganz toll, jetzt die letzten Jahre immer wieder herzukommen. Und ich kann mich eigentlich auch nur den ganzen Statements, die auch so im Film kommen, anschließen. Es ist einfach eine Freude, zwischen den Jahren hier zu sein und mit euch hier diese Tage zu verbringen. Und wenn die Welt untergeht, doch dann bitte in den Tagen hier. Okay. Weiß ich nicht. Wir machen direkt weiter mit dem Nico 2. Also eine Frage. Wir sind ja alle schon öfter hier gewesen, vermutlich mindestens einmal. Wir sind nicht so richtig objektiv, wenn wir den Film sehen. Mhm. Wie war denn die Reaktion da draußen? Ja, das kann man genauso sagen. Die war tatsächlich total super. Also sehr positiv. Man glaubt gar nicht, was Menschen für ein komisches Bild im Kopf haben von Hackern. Und das hat viele überrascht, dass die ja ganz nett sind. Und dass sie ja schöne Dinge tun und dass es ja eine Welt ist, die man eigentlich auch gut findet. Und das hat schon bei vielen auch quasi mal sowas angetriggert, dass sie, die rennen jetzt nicht hier hin und kommen hierher, ne? Aber die haben da, glaube ich, schon auch viele was von mitgenommen nach draußen für ihr eigenes Leben, wie man vielleicht auch mal anfangen muss, umzudenken. Die Welt funktioniert so nicht mehr und das ist was glaube ich, hier immer wieder vorgelebt wird und auch sehr inspirierend ist, dass man halt wirklich auch mal komplett andersrum denkt. Ja. Dann gebe ich doch direkt mal an den Hintermann. Hi, du hast ja am Anfang gesagt, dir geht es auch darum, mit dem Film eine Diskussion anzustoßen über alternative Finanzierung, zum Beispiel für Dokumentarfilme. Mhm. Und jetzt warst du ja das letzte halbe Jahr auf Festivals und hast den Film so in der Branche relativ viel rumgezeigt. Was sind denn da so die Reaktionen, die du auf deine Ideen bekommen hast? Da gibt es halt die Alten, die dann ungern loslassen wollen. Das hat gar nicht was mit Alter zu tun, sondern eher was mit einer Haltung. Die dann halt, also ich hatte eine Begegnung zum Beispiel mit einem Vertreter der GEMA, der auch in Brüssel für den Uploadfilter kämpft. Das war sehr interessant. Diese Menschen gibt es natürlich auch, aber ich habe wahnsinnig viele Leute getroffen und auch echt offene Türen eingerannt gefühlt, die einfach das Bedürfnis haben, dass sich da was ändert. Weil es ist kaputt, es funktioniert nicht mehr. Die Leute hören reihenweise auf, aus ähnlichen Dingen, dass die Filme dann nicht gezeigt werden oder dass man auch gar keine Gelder mehr dafür kriegt, dass das alles zu einem Hobby mutiert, dass du das auch gar nicht mehr leisten kannst nebenbei und so weiter. Und gerade im Dokumentarfilmbereich, ich meine, das ist die Reflexion unserer Gesellschaft, finde ich das schwer verheerend. Und andere eben auch und ich konnte da schon hier und da irgendwie mal so ein bisschen was lostreten und es gibt jetzt auch Leute, die sich in verschiedenen Städten angefangen haben zu treffen und so. Ja. Für mich war noch ganz interessant, du hattest vorhin in den 10 Minuten vor dem Film erzählt, dass es Stockmaterial zu dem Film gibt. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Was für ein Material? Das Stockmaterial. Meine Rushes, meinst du? Nicht die Rushes, sondern die mit den Schulen fördern. Ach so, du meinst das Open Educational Resources. Genau. Ah, ja. Also das ist so, wenn man beim Doc Leipzig hier in den Schulvorstellungen läuft,
dann erstellen die nochmal extra Material, das Lehrer brauchen, um dann überhaupt so einen Film mit ihren Schülern zusammen gucken zu können, damit die da überhaupt drüber reden können, weil die haben ja meistens auch keine Ahnung davon. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass wir das jetzt auch noch zur Verfügung stellen können. Und was vielleicht auch noch schön ist, bei diesen Vorstellungen in Leipzig hier, da waren dann 200 Teenager. Und ich weiß, dass einige jetzt bei Chaos macht Schule waren. Okay, dann hat also gefruchtet. Ja. Dann sollten wir auch sagen, wo wir das Material runterladen können. Das ist dann oldcreatureswelcome.net, ne? Ach, da brauchen wir nicht sagen, brauchen wir nur lesen. Hängt da. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja. Auf Vimeo ist der Film auch noch? Vimeo, ich werde ihn auch nochmal bei YouTube, weil wenn ich es nicht mache, macht es ja bestimmt irgendjemand anderes. Das war übrigens auch noch eine schöne Sache, finde ich. Die Backer, also die Supporter vom Crowdfunding, die haben den Link ja schon seit dem 1.11. Und ich habe darum gebeten, dass sie das bitte nicht online stellen, damit wir das erst hier machen. Und es hat tatsächlich keiner gemacht. Challenge accepted. Ne? Wow, ja, also wirklich. Auf MediaCC wird er auch sein, oder? Mhm. Ja. MediaCC, YouTube, Vimeo, es gibt dann auch einen Torrent, wo man dann so bald mal die Sachen auch selber runterladen kann in einer besseren Qualität, damit man damit was machen kann. So, die Musik, ja, auf Bandcamp ist dann ein Link, dann gibt es die Noten nochmal in so einer Cloud drin, alles. Also, und später auch die ganzen Einzelspuren. Ja, und so, das wächst jetzt alles und wird immer mehr. Wir haben jetzt erstmal so viel gemacht, wie wir geschafft haben. Und irgendwann wirst du dann diese 70 Stunden Material auch noch online stellen, da musst du aber erst nochmal die Gesichter rauspixeln. Ja, nicht alle, ne? Aber also die, die dann, also es ist ja ganz oft so, da fragst du alle und dann latscht jemand aus dem Bild und dahinter sitzt jemand. Hm. Jo, den mache ich dann halt weg oder das schneidet man ab oder ne, so. Und das kommt dann Anfang nächsten Jahres irgendwie bis zum Camp, irgendwie wird sich das so mal... Ja, ich will die Menschen, die da jetzt diese Plattform programmieren, nicht unter Druck setzen. Alles klar. Das ist eh toll, dass sie das machen. Das wird auch ganz toll, ich habe einen Prototyp gesehen, das ist super. Oh, da haben wir auch wieder jemanden stehen. Ich habe dich nicht gesehen, sorry. Ich bin gerade erst gekommen. Mach dir mal Mikro 1 auf, bitte. Ist auf. Ja, ich habe eine Frage, das ist hier. Und zwar ist meine Frage, wie hast du das regelt bei den Veranstaltungen, dass du dir merkst, welche Leute dann verpflichtet werden wollen und welche nicht bei den Allgemeinen. Ja, habe ich mir gemerkt, ne? Also das ist ja auch sehr intensiv, wenn du da so durchläufst und ich habe ja fast alles selber gedreht. Insofern, ich weiß das dann einfach. Und das ist ja auch jetzt unterwegs auch schon sortiert worden, ne? Also weil ich muss ja beim Schneiden auch anfangen zu sortieren. Da funktioniert mein Gehirn wie so ein kleines Archiv und ich habe so Ordnerstrukturen, wo ich weiß, okay, wenn ich das und das suche, dann muss ich da und da lang und so funktioniert das auch eigentlich mit den Menschen, die da nicht drin sein sollen. So viel ist das auch nicht und es ist halt eher so, weil sowas zum Beispiel wie mit diesem Zug im Camp, ich hatte dann auch so ein kleines Quietscheentchen um und habe immer versucht, bei so totalen halt zu quietschen und habe dann rumgeschrien, so ob es jetzt jemand stört und ne. Aber da hast du vorne angefangen, dich durchgefragt bis hinten und dann waren vorne schon wieder neue Leute drauf. Also es ging nicht, aber ich wusste, wenn ich diesen Zug nicht filme, dann weinen alle und sagen, wo ist denn der Zug? Also habe ich das dann halt irgendwie so gelöst, dass ich dann Pixel reingemacht habe. So, wir haben die 2 Minuten gerade angezeigt bekommen. Ich würde sagen, Mikrofon 1, das ist dann auch die letzte Frage für heute leider schon. Hallo, danke für den Film. Es war ein unglaubliches Erlebnis, den jetzt erste Mal sehen zu können. Wir sind vom Train Operation Center. Wir haben den Modellzug gebaut, der auch bei dir vorkommt. Und wenn ihr jetzt nach dieser unglaublichen Veranstaltung rausgeht, linker Hand, könnt ihr das Ding noch live sehen. Danke, Sandra, sehr großer. Ich danke dir. Ja, dann machen wir hier eine Punktlandung. Okay. Dann würde ich sagen, ich hole mal die Noten raus. Und wir werden jetzt noch ein bisschen was singen und da gibt es am Ende, das ist ein ganz einfacher Text, das heißt All Creatures Welcome. Und wer möchte, ihr seid alle herzlichst eingeladen, damit einzustimmen. Und Paul, dreh mir doch bitte das Mikro ab. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Okay.
bum, 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 bum. Come as you are, this is our star. Creatures welcome, all creatures welcome, all creatures welcome, all creatures welcome, all creatures.